Tschüss, Leute, willkommen zu einer neuen Folge Wizard 101. Ich habe die liebe Jackie mit dabei. Hi. Und die sowieso hexige Hexe Tali. Hi. Ja, sie ist eine hexige Hexe. So, und wir müssen jetzt, glaube ich, uns um den Kraken kümmern. Also. Den Kraken. Zum Angriff! Attacke! Wo rennst denn du hin? Zum Teleporter geradeaus. Okay, noch nicht reingelaufen. Noch nicht reinlaufen. Gut. Braves Chicken. Okay. So, ich gehe als Erster in den Kampf. Ihr kommt gleich nach. So, hopp, hopp. Nachkommen. Oh. Yes, sir. So, das heißt, ich muss jetzt extra nochmal passen. Warum? Wobei, ich mache einfach mal das. Ja, du pass bitte nochmal. So. Denn ich gebe uns allen ein Schild und dann könnt ihr angreifen. So. Tali, du kannst jetzt schon einen Angriff wählen. Jackie, du auch. Ich mache das Schild. Die Schlange sieht geil aus. Mhm. Ist eine Sturmschlange. So. Und meine Schlange kommt auch noch. Ja, meinen weiteren Gefährten. Toll. Ja, nicht so schlimm. Ja, der könnte mir alles kaputt machen. Er wird ja nicht gegen uns kämpfen. Das nicht. So. Gleich wieder Angriff raushauen. So, ich habe die Feuerklinge auf mich gemacht. Das kannst du übrigens auch machen statt passen, die Feuerklinge. Ah, okay. Ja, dadurch verstärkt sich nämlich dein Angriff nochmal. Genau, ja. Habe ich ihn jetzt schon besiegt oder was? Nee. Ja. Ja. Yep. Mhm. Naja, hey. Wir haben es geschafft. Das so, das heißt wieder. Das heißt wieder durch den Teleporter zurück. Und ich habe einen Dolch gekriegt, der mir nichts hilft, weil das für Mythos ist. Ah, für Balance. Toll. Mhm. Egal. Könnte Jackie helfen, oder? Ich meine, sie ist zwar Heilung, aber... Nee, das gilt ausschließlich für die Schule Balance. So. Okay. Gut, also wieder mit ihm hier reden. Ja. Ich habe die ganze Schlacht gesehen, Zauberer. Meisterhaft gemacht. Wir haben die Bestie in Schach gehalten. Jetzt hoffe ich, dass wir den Rest unserer Probleme in den Griff bekommen. Ja, yay. Somit haben wir das geschafft. Ja, und jetzt würde ich sagen, wir fahren weiter mit der Hauptquest. Und ihr seht ja hier so ein Seil, das in das Wasser geht. Ja. Da gibt es nochmal was extra, aber ich weiß nicht, ob wir da dann nachher hinkommen. Das ist die Krabbengasse nachher. Also, nur, dass ihr Bescheid wisst. Jetzt gehen wir hier erstmal weiter. Boah. Wieder hier in den Teleporter. Und da ist es schon, Bruno Rabenauge. Dem, mit dem, was wir reden müssen. Lumina Crystal, your
Ein Lumina-Kristall? Sie haben Pech gehabt. Die Untoten haben alle meine Kristalle gestohlen. Ich habe eine Menge Rohkristall. Ich könnte ihn noch einen malen. Aber die Mühle ist kaputt. Untote haben die Radzähne gestohlen und überall verstreut. Aber selbst wenn ich ihnen einen Kristall malen könnte, könnte ich ihn nicht aufladen. Mein Blitzableiter funktioniert nicht. Ein Scarlet Screamer hat die Primärspule gestohlen. Sie können helfen, mich wieder zum Lauf... Sie könnten helfen, mich wieder zum Laufen zu bringen. Alles klar, gutes Deutsch. Sammeln Sie die Cox und holen Sie meine Spule von der Scarlet Screamer zurück und ich besorge Ihnen einen Kristall. Okay, dann nehmen wir das mal an. Gutes Deutsch. Ja. Ja, das heißt, wir müssen die Zahnräder, die hier bei dem Faulfuttern sind, und bitte, die sind jetzt mehr im Inneren, das heißt, wirklich achten drauf, dass ihr nicht in Kampf gerat. Geratet, ja. Och, da liegt, glaub mir, mein Zahnrad. Achso, ich dachte, das können wir beide nehmen. Entschuldigung. Nee, leider nicht. Das kann nur immer nur einer. Und da hast mir schon zwei weggenommen. Nimm du das, Jackie. So, da drüben ist nochmal ein Zahnrad. Da mache ich jetzt eine Abkürzung, weil da irgendwie kein... So. Und irgendwo... Na, ich glaube, hier sind dann keine Zahnräder mehr. Ich habe meine, die ich brauche. Ich noch nicht, mir fehlt noch einer. Ja, ich schätze, zwei. Jackie auch. So. Ah, Jackie auf der anderen Straßenseite ist eins. Ich hab alle. So, jetzt braucht Jackie noch eines. Jupp. Und da müssen wir eh schon die Scharlachrufer töten. Töten. Das Zahnrad, okay. Ja, ich hab alle. So, und jetzt drehen wir wieder um und müssen zu den Scharlachrufern. Hier. Okay. Hier lang. Faulfutter. Klingt auch geil als Gegner. Mhm. Und tatsächlich, diesen Grabunhold, den ich da hab, der heißt bei mir Ghoul. Einfach nur Ghoul. Ah, okay. Wir gehen ein bisschen nach hinten. Sind das Geister mit Perücken? Ja, so ungefähr. Okay, ich kann noch nichts tun. Ich auch nicht. Ja. Ihr könnt gleich dann direkt angreifen, wenn ihr wollt. Okay, okay. Jetzt geht's ihr was. Passt. Weil ich gebe euch schon Ich nehme wieder den Schlüssel. Jo. Ich konnte aber jetzt nur einen Frostangriff nehmen, da bin ich nicht so stark drin. Hey, ich wurde angespuckt. So ein Pech. Okay, du wurdest auch angespuckt. Alle angespuckt. Jackie wird auch angespuckt. Wir verklagen euch, okay? Okay. Mein Haustier wechselt einfach so die Position.
sind die dramatisch. Ja. Och nee, ich hab verpatzt. Was soll denn das? Jedes Mal beim Aufgewerteten. Aber du weißt schon, je öfter du dein Haustier einsetzt, desto weniger glücklich ist dein Haustier. Dann musst du es quasi mit Haustierfutter wieder wieder glücklich machen. Okay. Ups. Nur so als kleiner Tipp. Du musst mir nur sagen, wo ich Haustierfutter herkriege. Sicher. Ja, werde ich schon mal machen. Jetzt das schwächere Ghoul. Die schreien uns alle an. Mega dramatisch. Jackie wurde schon wieder angespuckt. Das war nicht gerade effektiv. Ja. Macht aber nichts. Ich mach mal einen neuen Zauber. Okay. Einen verstärkten Standardzauber. Du hast auch einen verstärkten Standardzauber drin. Also ich muss euch sagen, Zauber in euren Farben sind die Standardzauber. Und blaue Karten sind verstärkte Standardzauber und Goldkarten sind die ganz mächtigen Zauber. Ja, und ich musste gerade passen. Okay. Ich hab zwar versucht, auf dich einen Zauber zu wirken, aber das hat auch nicht hingehauen. Okay. Ich glaube, wir müssen wieder zurück zu... Uno. Ich hab da, also die Scharlachrufer reden mit mir. Ah, bebodder diese feuchte Ort und bebodder sie. Bebodder? So. Wenn diese Spule so wertvoll ist, wie nehmen sie sie? Okay, das ist, ergibt überhaupt keinen Sinn. Nee. Ja gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal weiter. So, Zahnräder haben wir ja alle. Und wie findet ihr bis jetzt das Spiel? Ja. Auch wenn es immer dasselbe ist. Wenn es auch immer funktionieren würde, dann wäre es super. Also ich bin schon bei Bruno. Fantastisch! Setzen Sie jetzt die Cogs ein und bringen Sie das alte Rad zum Drehen. Ich werde den Blitzableiter reparieren. Ah, okay, man muss zum Rad gehen. Alles klar, wir sind bereit. Hier, ziehen Sie einfach diesen Hebel. Und wir laden den Lumina-Kristall direkt auf. Jetzt den Hebel benutzen.
Ha, gut gemacht, Zauberer. So, wieder mit Rabenaug sprechen danach. Dank Ihnen bin ich wieder im Geschäft. Hier sind sie. Eine nagelneue, voll aufgeladene Lumina-Kristall. Sie ist eine Schönheit. Ich hoffe, sie leistet Ihnen gute Dienste. So, jetzt gehen wir wieder runter. Wieder in den Teleporter rein. Und gehen wieder zu diesem Dorian Trübsee. Ich habe am Anfang immer Trübsal gelesen. Ein Lumina-Kristall. Das sollte genau das sein, was wir brauchen. Dieser Lumina-Kristall wird die Kraft meines Rituals verstärken. Diesmal wird es funktionieren. Da bin ich mir sicher. Es klappt. Susi, ich kann sie sehen. Aber was war das Schreckliche an ihr? Okay, das Bild ist gerade creepy. Sieht voll cool aus. Das ist der Herr der Ernte. Wir haben ihn im Unterricht studiert. Er ist ein mächtiger Geist aus der Unterwelt, der die Seelen der Unschuldigen erntet. Sieht aus wie Jack Skellington. Ich dachte, du meinst jetzt gerade mich. Es sah so aus, als sei sie in Galvanosturm. Galvanosturm. Das muss der Ort sein, an dem der Ernteherr die Sturmamulette verzaubert. Zauberer, bitte befreie meine Schwester. Ja. Gut. Leute, sollen wir unseren Zuschauern einen kleinen Bonus geben? Ja. Dann würde ich sagen, wir gehen mal wirklich zu dem Turm und dann entscheiden wir, ob wir den Leuten da draußen einen kleinen Bonus geben. So, einfach den Pfeil entlang und immer schauen, dass ihr am Bürgersteig entlang lauft. Bürgersteig, Gehsteig ist doch alles dasselbe. So, das kann jetzt sein, dass wir da jetzt wirklich lange latschen. Und wir laufen, und wir laufen, und wir laufen, 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 laufen. Oh, Tali hat mich überholt. Oh, Tali ist in einen Kampf geraten. Soll man da helfen? Oh, müsste nicht unbedingt. Dann warten wir hier. Das passiert, wenn man nicht hundertprozentig auf dem Bürgersteig ist. Ach, ja. Ich glaube, wir warten dir vor dem Turm. Okay. Wir warten vor dem Turm. Wir sind beim Turm. Ich gehe einmal rundherum und schaue. Ah, eine Holztruhe. Jackie, willst du Geld haben? Dann öffne diese Truhe hier. Oh, 14 Gold. Yay. Mann, dieses Viech ist zäh. Ja.
Ja gut, wir haben ja auch noch nicht so wirklich starke Angriffe, muss man auch sagen. Habe ich eigentlich schon für Goldkarten gekriegt? Ja, ein paar habe ich schon. So, endlich ist sie down. Okay, ja. Wir warten schon auf dich. Ich X drücken. Noch nichts tun. Wir warten bis Detail. Okay. Ja, liebe Leute, wir geben euch noch einen kleinen Bonus, denn wir gehen hier in die Dungeon. Das heißt, ihr müsst eben quasi zu diesen Kreisen gehen und dann X drücken. Hast du das Siegel aktiviert? Du wurdest also in einen Dungeon geschickt. Hast du auch René? Ja, ich wollte den Leuten das eigentlich gerade noch vorzeigen, was der da zu sagen hatte. Okay. Macht ja nix. Noch eine Seele zu ernten. Ich wusste, dass mein kleiner Gefangener mehr zu mir ziehen würde, wie Fliegen zum Honig. Warte. Mein dunkler Meister hat mich von dir gewarnt. Ha? Stellen Sie sich die Belohnung vor, die er mir geben wird, wenn ich ihm Ihre Seele schenke. Hilfe! Ich würde sagen, Angriff! So, Tali, du musst, Ich kann uns jetzt nicht mal verstärken. Oh no. Ich tue zuerst die Feuerklinge auf mich. Ja, und da wir den sowieso nicht so leicht schaffen, mache ich gleich mal einen schwachen Angriff auf den Erntefürsten. Weil der hat 510 Lebenspunkte. Die anderen haben nur 150. Ich kann gar nicht angreifen. Schon wieder nicht? Nein, ich kann nur heilen. Okay. Okay, dann hast du nur Heilzauber. Ja gut, Jackie, benutze einen Heilzauber auf Tali, weil... Ja, ich habe ihn schon auf dich benutzt. Auf mich? Ich brauche ja keine Heilung. Wenn du Heilungszauber, dann nimm immer den. Soll ich auch den Erntefürsten angreifen oder den oder einen der Helfer? Wenn du einen Nicht-Feuer-Angriff machst, dann erst einen der Helfer. Naja, ich habe gerade Feuerverstärkung, also könnte ich Feuer machen. Na, was ist denn jetzt? Ja, Tali, entscheide du selber. Okay. Den habe ich jetzt verpasst. Sorry. Macht nichts. Und Jackie, bei dir ist es wirklich so, du bist hauptsächlich Unterstützung. Du kriegst selten Angriffszauber. Ja. So, und jetzt dann, Tali, Feuermagie auf den Erntefürsten. Wobei, das Problem ist, der Erntefürst ist selber Feuermagie. Das heißt, du wirst schwach dagegen sein. Okay. Ich werde mich noch diese Runde noch mal verstärken. Jackie, schau, dass du Tali heilst, wenn es geht. Ja, würde ich ja gerne, aber irgendwie... Zuerst Zauber wählen und dann Talis Charakter anklicken.
Ja, das habe ich schon kapiert, aber es klappt trotzdem nicht. So, und jetzt kann ich mal angreifen. Bei mir steht, du bist untätig. Würdest du gerne zum Kampf zurückkehren? Ja, möchtest du. Okay. Du. Okay, Talia hat sich gerade selbst geheilt. So. Der erste Boss ist besiegt. Also der Boss ist besiegt. Tali, wen greifst du an? Den Big Boss mit meinem Haustier und ich mach Feuerklinge auf mich. Der Big Boss ist ja schon weg. Ach so, ja. Oh Gott, bin ich blöd heute. Ach, ich hab den Schlüsseltypen genommen. Okay. Ja, ich nehme Spirale. Wird heute eine XL-Folge. Liebe Leute, geben wir euch eine XL-Folge. Ich gehe wieder auf den Schlüssel. Die kleine Fee. Jetzt mache ich auch mal einen kleinen Zauber, der sogar mächtiger ist. Tali, mein Zauber ist standardmäßig besser als der Schwächste als wie der Schwächste, was dein Zauber hergeben kann. Okay. Aber du kannst halt zwischen 60 und 100 und ich nur maximal 65 und minimal 65. Okay. Ja, so. Ich bin besiegt, aber der große Plan meines Meisters ist fast fertig. Die Tritonenstraße ist dem Untergang geweiht.
Ich weiß, wovon er redet. Hilf mich draußen, Zauberer. Ich brauche deine Hilfe. So. Und was wir noch machen müssen, ihr seht ja hier die Geschichte der Sturmmagie, das müssen wir kurz lesen. Die alten Tritonen waren Kreaturen des Meeres und der Erben der Macht des Sturmtitans. Es wird angenommen, dass ihre Beherrschung des Blitzes nutzen, um technologische Wunder zu erschaffen. Aber wenn das wahr ist, gingen ihre Erfindungen durch unsere Gezeiten verloren. Wie kann ich das lesen? Die Tritonen isolieren sich von ihren Drachen und Riesenzeitgenossen, wurden aber oft für Katastrophen auf dem Land oder in den Lüften verantwortlich gemacht. Schließlich zogen sie sich in verborgenen Ozeanen zurück und wurden nur noch selten gesehen. Obwohl einige vermuten, dass es eine Welt der Tritonen gibt, die darauf wartet, gefunden zu werden. Ich kann sie auch nicht lesen, ich weiß nicht warum. Nochmal die Frage, wie kann ich das lesen? Hingehen und X drücken. Ja, aber das geht nicht. Geht bei mir auch nicht. Okay. Na gut, hier liegt ein Buch. Ich hätte X drücken können, aber das hat nichts funktioniert. Okay, hier am Boden liegt ein Buch, da wo ich stehe. Das kann man aufsammeln. Yep. Hier ist die Truhe des Erntefürsten. Sollen wir die öffnen? Kannst du nur mit Kronen öffnen. Okay. So. Ich würde sagen, vielleicht habt ihr aber auch die Quest gar nicht angenommen damals. Egal. Ja, wir gehen hier raus. Und dann hat sich das nämlich auch schon wieder, Leute, mit ein bisschen Überlänge, mit ein bisschen Zugabe, sind wir jetzt hier fertig und machen nicht weiter, Tali. Ja, ich laufe nur herum. Wir machen noch nicht weiter, denn wir sind am Ende dieses heutigen Videos. Ja. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Abonnieren, liken, die Glocke aktivieren und... Wenn es euch nicht gefallen hier hat, ihr Wünsche, Anregungen oder sonstiges zum Faseln habt, rein in die Kommentare damit, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, liebe Leute. Tschüss. Ciao.